Hallo Leute, zurück zu Dead Space. Seid ihr bereit, ein paar Kindern in den Arsch zu treten? Let's go. Oh, holy mother fuck. Jawohl, sag ich das. Babysitter des Jahres. Isaac Clarke. Mach die Kiste kaputt. Oh. Was züchten die hier? Igitt! Wir haben Kinder! Ihr kranken Schweine hier! Okay, hat nichts damit zu tun, aber egal. Schnell weg von hier. Ich mag das nicht. Da ist einer. Wow. Bleib doch mal stehen. Komm, hol deine Fangzähne raus. Los, mach. Für Daddy. Siehst du, wenn man die Fangarme zuerst kaputt macht, dann sind sie ganz tot. Ach Gott, nochmal. Was ist hier mit dem Eimer los? Nieren, Herzen, Leber, Darm, Blinddarm. Ein blinder Darm. Gehen wir jetzt hin. Zurück zum Stuhl. Zurück zum Hafen. Zurück zum Hauptlabor. Ah, Hauptlabor. Ah, da wo bin ich. Und da haben wir schon eine Thermitbombe. Okay, das Thermit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Schockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Was? Something big. Wo hört er das große Ding? Wo hört er was Großes kommen? Boah. Ja. Kein Druck hier. Nix. Moment. Da habe ich doch was Schüssen gehört, oder? So. Was denn? Ach, ich habe nur den Thermit und nicht die... Okay. Ich habe nur den Thermit. Also was ist jetzt dieses Thermit? Ist das das C4 von Dead Space? Ei. Krass. Oh. Medizinisches Logbuch. Dr. Warwick B., Chief Psych Officer. Bericht über psychiatrische Beobachtung. Patient Harris B.
Arbeiter PM 19.026 AH. Harris schläft jetzt allerdings erst nach Verabreichung eines weiteren starken Sedativums. Ohne die medizinischen Hilfsmittel scheint er tatsächlich nicht schlafen zu können. Ganz egal wie ausgeprägt der Wunsch ist, wach zu bleiben, erliegen die meisten Menschen nach mehr als 50 Stunden ohne Schlaf der Erschöpfung. Nicht so Harris. Seine Schilderung der Ereignisse in der Kolonie ist ebenfalls merkwürdig und deutet auf die gleiche Paranoia hin, die wir bereits andernorts auf dem Planeten feststellen mussten. Seine Schuld steht außer Frage. Zwei Sicherheitsoffiziere waren anwesend, als er Dr. Schiarello als Geisel nahm und Schwester Evans ermordete. Er bereut seine Taten allerdings auch nicht. Er besteht vielmehr darauf, dass kein Verbrechen vorliegt. Und er verspürt keinerlei Schuld. Sein Verhalten ist zwar das eine klassischen Soziopathen, doch weist Harris darüber hinaus keine weiteren typischen Symptome auf. Er ist umgänglich und freundlich, zeigt Einfühlungsvermögen und äußert seine Meinung. Befragt man ihn jedoch nach dem Mord, zieht er sich zurück, wird unnachgiebig und zeigt schizophrene Verhaltensweisen. Er leidet zudem in periodischen Abständen an Halluzinationen, die wiederum jenen anderen Kolonisten ähneln. Harris behauptet, er habe den Doktor bedroht, weil er wollte, dass die Träume und Fratzen weggehen und dass er wieder töten würde, um es wieder ganz zu machen. Ich habe allerdings noch nicht herausgefunden, was das bedeuten könnte. Ein absolut faszinierender Fall. Fasziniert in die Knoten. Energieschwelle aktiviert. Ja. Wir haben jetzt einen Knoten benutzt, um in den Geheimraum reinzukommen. Wir haben da unten was gefunden, richtig? Ja, wir haben was gefunden. Dann stimmt es also, was in den Texten steht, die ganze Zeit. Da wäre ich mir nicht so sicher. Und dem, was ich gesehen habe, war nichts göttlich. Wir müssen es in uns aufnehmen. Wir sind die ersten Zeugen. Mathias lässt keinen in die Kolonie runter. Sie steht unter Quarantäne, bis wir mehr wissen. Zur Hölle mit Mathias! Gerade er sollte wissen, dass das hier größer ist als er oder die Operation oder die ganze Firma. Das ist unsere Erlösung. Reißen Sie sich zusammen. Da unten sterben Menschen. Nur die Wertlosen und die Ungläubigen. Aber ich bin gläubig. Sind Sie gläubig, Terence? Na? Na, Terence, sind Sie gläubig? Ich bin gläubig. Deshalb nehme ich auch den Goldbahn hier. Und benutzt den, um den großen Halb-Medipack mitzunehmen. Is it safe, steht da. Ist es sicher? Ja, es ist sicher. So, jetzt. Aber ich glaube, ich habe weiterhin nur einen Knoten. Chinese-Modul. Ah, das ist neu. Damit, okay, damit wird ihre Reichweite um 4 Punkte erhöht. Aha. Nichts Besonderes. Brick. Luft, damit wird ihre Luft um 20 Sekunden verlängert. Yeah, Trefferpunkte. Das ist echt fies. Das ist echt fies, Mann. Mit dem Ding. Aber egal. Ich habe die Macht. Alter, was ist das? Alter, was sind das für Sounds hier? I don't like it. Wow. Yeah.
Schema. Ey, komm jetzt, ich habe ein Schema gefunden und kann es nicht machen. Energieknoten erhalten. Uah, fuck. Mann, so viele Sachen habe ich hier. Schema Flammenwerfer. Ach, ich Idiot muss... Oh, ich muss zur Werkbank. Ne, zum Shop muss ich zurück. Um wenigstens die Waffen zu aktivieren. Dann sind die Schemen halt weg. Ah, was steht da? Help. Help. Mit Blut geschrieben. Ist da noch was? Ach, toll. Merken, nächstes Mal Shop gehen. Ich weiß nicht, ob hier in der Nähe ein Shop ist. Aber ich glaube nicht. Moment, es ist doch ratsam, immer hier zu sein, seitlich zu schneiden. Zim, zim, zim. Lack. Oh, die Chinesen ist so geil. Jetzt ist aber Ruhe, okay? Ich dachte, ich habe was vom Augenwinkel gesehen, aber nee, da war nichts. Ah, und nochmal. Nochmal hier, Leute. Zack. Oh, the door, open the door. Wow. Wir sind out of space. Achso, der Timer. Huch. Beeil dich doch. Was ist denn das? Luftkanistermittel. Ja, dann beeil ich mich lieber. Credits. Oh. Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Sie stören. Tschüss. So, bereit, Leute? Ab geht's. Und los geht's. So, also so. Da 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 da. So, was muss ich machen? Ach, da. Da habe ich noch was. Ende der Schwerelosigkeit. Ende im Gelände. Ach, du nimmst es mit. Ah, was ist hier? Schockpad. Jawohl, jetzt haben wir's. Jetzt. Gut, Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Termit, um die Barrikade hochzujagen.
Scheiße, ich kann auch nicht kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Alex. Ah! Action im Weltall. Ich habe Credits eingesammelt. Ja. Ja. Will einfach nicht treten, das. Ja, ja, beruhig dich, beruhig dich. Er ist schon tot. Gibt's da noch was, was sich einsacken kann? No, oder? Und dieser Sprung. Whoa. Genau. Gut, wir haben alle Zutaten für das Bömpchen. Weg von hier. Ah, jetzt so wieder Vakuum. Vakuum Time. Aber jetzt kann ich ja wenigstens ein Health Ding nehmen. Boah. Alter, krass. Inventar ist voll. Wieso ist er voll? Ah ja, ich habe das Medipick nicht eingesammelt. Schnell, mach ich schnell, mach ich schnell. So, zack, haben wir alles schön. Ja, die Zeit reicht. Ja, ja, locker, locker. Ende des Vakuums. Ach ja. So, gleiches Spiel vorhin. Zack. Ist ja die Tür offen. Oh, fuck me. Alter Falter. Hey, das war der größte Schrecker bis jetzt. Alter, wie ist denn der denn kommen? Oh, die Moly, halt, da ist was. Krass, krass, krass. Kann man noch was mitnehmen, habe ich gesehen. Jawohl. Und das auch, eh? Jawohl. Oh. Heilige Scheiße, der Typ wollte. Oh. Bin immer noch verplext. What the fuck? Ja, was ist das denn? Was für Maden jetzt? Oh Mann, jetzt gibt's noch kleine Viecher, Bulli. Ach, mir doch kackegal, ich hab. Ist da irgendwo Shop?
Da war doch irgendwo. Jawohl, da ist ein Job. Kann ich das Zeug endlich loswerden? Schlepp ich das nicht immer mit mir? Genau, Fernwerfer. Impulsprojektile. Anzug Level 2. Haben wir noch einen Anzug? Ah, ne. Impulsprojektile. Munition für Impulsgewehr. Also. Was haben wir denn hier? Impulsgewehr, Flammenwerfer, Hydrazin-Industriebrenner. Leiser mit breitem Strahl und zeitgesteuerten Minen. Impulsgewehr mit hoher Feuerrate. Soll ich eigentlich eine Waffe kaufen? Oder nicht? Eine mit Knoten. Knoten der Zunge. Und inventarmäßig, ja, da kann ich das Ding verkaufen, das ich eingesagt habe. Das Gold hier. Ja, verkaufen, bin mir sicher. Und die Munition für die andere Waffe, die ich nicht brauche. Genau, da haben wir schon 6000. Hier können sie gegenseitig aus dem Inventar abgelegt werden. Gibt's da was, was ich brauche? Nö. Gut, fertig. Anzug 3 haben wir immer noch nicht. Noch nicht. Ah, hier, das Bämpchen. Was war denn das denn? Und auf zu ich. Okay, durch. Bis zur Leichenhalle sollte sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Auf zur Ishimura-Klinik. Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden. Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest. Schwester, drücken Sie ihn nach unten. Himmel. Ende der Aufzeichnung. Das war Nicole, oder? Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. So, mach die Tür auf. Der Sound und das... Der Riesenloch da hinten mag ich nicht. Sorry, we are full. Hey, it's okay to be fucked. Ja, voll, ey, eine Kackkiste kann er nicht kaputt machen. Was ist denn das für einer? Anfänger. Alter. Geht nie ab. Danke, Daddy. Was, der lebt noch? Ich hab doch beide Strahlen abgeballert. Diese Kinder heute, diese Jugend von heute, hört einfach nicht. Sauerstoffstation, also. Credits. Ist da was? Ah, da ist das was. Aber ich check mal das Räumchen hier. Plasma Energy. Plasma Energy. Nachgeladen. Alles muss hier bereit sein. Falls irgendwas Größeres kommt. Jetzt gib mir hier die Kanone. Die Batterie meine ich. Ja. Das sieht ja sehr einladend aus.
das Gesicht an. Boah, wie der Schrei. Ja. Git, git. Ja, ich hab einen Knoten. Wow, Jackpot. Das ist ja auch das Gute, wenn man das hat. Was habe ich gehört? Schema erhalten, Strahle, Munition. Ich wollte Rüstung. Ich werde jetzt jeden geheimen Raum öffnen. Mit den Knoten. Da ist was neben mir, was? Hab ich doch richtig gesehen von meinem Augenwinkel. Naja, die ersten, die sind noch leicht. Die machen nicht so Probleme. Hallo? Kann mich jemand hören? Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Krassen im Innern der Wände. Hallo? Wer ist da? Sind Sie auf? Warum sind alle... Leute, ich wollte doch nur das Ding hören. Ach, egal. Es ist ja Neugeborene. Alisa Rose, Kay, Jaden, Alisa, Leone, Ian, Ansel, Section, Thomas, Lucas, Sarah, James, Caitlin, Kay, Joshua, Cody, Kyle, Diana, Faith, Jack, William und Agatha, Mercury. Caitlin, das ist ein schöner Name. Und Alisa. Auch sehr schön. Genau, wenn ich mal zwei Töchter habe, nenne ich sie so. Caitlin und Alicia. Sauerstoff? Nope. Kein Sauerstoff. Ich wollte hier dem Audiolog zuhören und dann kommen die drei Monster. Greifen mich einfach an. Wow. Okay. Ganzen Wahnsinn hier, dass sie gesehen hat. Weil nur Selbstmord der Aussicht. Oh, dieses riesiges ausgebrochen. Mann. Textlog. Wissenschaftliches Logbuch von Dr. Kyne T., Chief Science Officer, an Captain Matthäus B. Benjamin. Ergänzend zu unserem vorausgegangenen Gespräch möchte ich Sie bitten, den Transport des Markers auf das Schiff um ein oder zwei Tage nach hinten zu verlegen. Sie wissen, dass ich genauso erpicht wie Sie darauf bin, ihn detailliert zu studieren, und ich verstehe die Dringlichkeit, die sich aufgrund der Ereignisse in der Kolonie ergibt. Doch ist das auch der Grund für meine Bitte. Was da unten passiert, ist einfach zu einzigartig, zu beispiellos, um es ohne eine angemessene Untersuchung der Ursachen und Wirkungen zu beenden. Nach einer Besprechung mit Dr. Mercer möchte ich mich mit Dr. Schiarello und Dr. Welland auf dem Planeten treffen und ihre Beobachtungen protokollieren. Herzlich, Terence Hill. Ja, ist ja gut.
Logbuch Chief Science Officer Dr. Keim. Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Zweifellos haben sie mit der Entdeckung des Markers zu tun. Aber wie genau das alles zusammenhängt, das liegt noch im Dunkeln. Fast 40% der Kolonisten sind dem Wahnsinn verfallen. Sie werden offensichtlich akute Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen zählen. Diverse gewalttätige Ausschreitungen und selbst Mord deuten ebenfalls auf extreme Paranoia hin. Auf Anweisung von Dr. Mercer soll ich einige der Infizierten zu Studienzwecken an Bord bringen. Der planetare Psychiater Dr. Walland hat berichtet, dass seine eigenen Analysen fruchtlos waren. Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen, aber ich brauche seine Expertise. Wir brauchen Lösung, und zwar schnell. Mann, 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 was war das für ein riesiges Ding? Was ist da passiert? Alles ist kaputt gegangen. Boah, heilige Scheiße. Wo sind wir hier gelandet? Krass. In der Leichenhalle. They are watching. Boah. Heiliges Blechle, heilige Scheiße! Ich kann ja, nein, nicht mit mir! Verdammte Fledermaus! Boah, Alter, wie viel verträgt er denn? Na, drehen soll er sich. Krass. Codes erhalten und sie sehen gut aus. Gott sei Dank. Ich werde mir jetzt die Aufzeichnung des Captains vornehmen. Gehen Sie zur Monorail-Station. Ich melde mich bei Ihnen. Ich werde rausfinden, was auf diesem Schiff los ist. Ja, natürlich. Alter, was war das denn? Für ein Monsterchen, die Monsterchen. Ich muss mich heilen. Unbedingt. Gleich groß. Noch ein Textlog. Medizinisches Logbuch. Dr. Domus G. Medical Examiner. Bericht über Todesfall auf dem Schiff verstorbener Captain Matthias B. Es ist meine traurige Pflicht, Captain Benjamin Matthias offiziell für tot zu erklären. Berichte über die genauen Umstände seines Ablebens sind widersprüchlich und entziehen sich meinen Befugnissen hier. Ich kann lediglich über den Zustand der Leiche berichten. Der Verstorbene erfreute sich einer für sein Alter guten Gesundheit, obwohl ein oberflächlicher Bluttest erkennen ließ, dass seine Leukozytenanzahl sehr gering war und kaum Eosinophilen existierten. Sein medizinischer Chef Check vor dem Abflug wies keins dieser Besonderheiten auf, was auf eine rasche Entwicklung deutet. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass es etwas mit seinem Tod zu tun hatte. Diverse Quetschungen an Armen und Beinen weisen auf einen kurzen Kampf vor dem Tod hin. Kleinere Rippenprellungen lassen außerdem vermuten, dass sein Brustkorb in irgendeiner Weise eingezwängt oder gequetscht wurde. Todesursache war eine Verletzung des Augapfels, die sich durch die Augenhöhle fortsetzte und ihren Abschluss im Frontallappen fand. Die Folge davon war ein rapides Neurotrauma, ein Schlaganfall und schließlich der Tod. Die Kraft, die für eine derartige Zerstörung der Augenhöhle aufgebracht werden muss, ist enorm und die Wahrscheinlichkeit für eine selbst zugefügte Verletzung daher eher gering. Ich sehe mich deshalb gezwungen, seinen Tod als durch rechtswidrige Fremdeinwirkung verschuldet zu protokollieren. Ob diese Einwirkung vorsätzlich oder fahrlässig geschah, entzieht sich meiner Zuständigkeit. Okay, war Dr. Matthias B. jetzt das hier? Das verwandelt ist. Boah. Oder? Ich kann mir eigentlich nur das erklären.
schon wieder Leichenhalle. Alle schlafen. Alles bewegt sich nicht. Boah, nicht schon wieder. Die sind so hartnäckig. Kopf ab. Boah, 8 Kugeln. 8 Kugeln, der Sack. Uah, was ist das für Sound? Weg. Isaac. Einer von denen hat es irgendwie runter ins Cockpit des Captains geschafft. Aber ich konnte ihn in einer defekten Rettungskapsel einsperren. Ich hebe jetzt die Abschottung auf. Da sind die Deckprotokolle. Was auch immer hier passiert ist, kam aus dem Planeten, als sie die ersten Stollen wurden. Es verbreitete sich in der Kolonie und erreichte dann das Schiff. Das ist keine Infektion. Das ist eine außerirdische Lebensform. Scheiße, wir haben noch ein anderes Problem. Die Schiffsantriebe sind offline und unser Orbit zerfällt. Gehen Sie rüber zum Maschinendeck. Ich bleib hier und versuche rauszufinden, wo das Problem ist. Oh Mann. Okay, da gehe ich mal. Dann guck ich mal lieber den Shop noch einmal besuchen, bevor ich da hingehe. Weil das klingt schon riesig. Strahlmunition. Ah, okay. So, habe ich hier was zu verkaufen? Nein. Doch, hier. Strahlmunition. Ach. Nee, Anzug noch 3 haben wir noch nicht freigeschaltet. Aber ich nehme mir einen Knoten. Jetzt haben wir 4 Knoten für ein Upgrade. Diese Werkbank hier ist keine Werkbank. Ah, das ist es. Okidoki. Okay. Damit mache ich jetzt Schluss für die Folge. Die war intensiv wieder. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei Dead Space. Bye, bye.